Thema Longboard-Tour, das habe ich vergessen bei der Einleitung zu sagen, da hat Mediakraft auch während der Longboard-Tour Videos ausgetauscht oder vom Kanal genommen, ohne dass er was davon wusste eigentlich. Also er kam abends ins Hotel und hat dann gesehen, Mensch, auf einmal hier fehlen Videos und hier ist da was geändert worden. Und das ist halt auch ein Prinzip, wo ich wirklich richtig, richtig unfair finde, dem Partner gegenüber, weil der muss ja ein gewisses Vertrauen auch in das Netzwerk stecken. Und ich stelle mir das mal so vor, wir würden jetzt zu einem Netzwerk gehen, was wir jetzt eh nicht machen, aber wir würden das mal machen, dann gebe ich denen mein Kennwort von dem Account und dann habe ich natürlich ein riesengroßes Vertrauen, dass die auch wirklich alles mit mir absprechen und nichts gegen meinen Willen machen. Und das ist natürlich da auch schon mal gebrochen, dieses Vertrauen. Und ich glaube auch, dass er das vor langer Hand wollte, der schon weg, aber der hat halt Verträge und die sind auch ziemlich lang. Also ich glaube, wie lange haben sie Ja, gesagt? ein, zwei Jahresverträge oder drei oder vier, wir machen die ja, glaube ich, immer. Ja, also das ist Irgendwie richtig sowas. heftig. Und gerade auf YouTube, wo sich eigentlich jedes Jahr so viel ändert und wo irgendwelche Trends Das da ist ja sind. schnelllebig einfach alles. Da sind so Jahres- oder Mehrjahresverträge einfach ein bisschen kritisch, denke ich, auch anzuschauen. Also. Genau, wenn ich schon überlege, wenn ich mal zurückdenke, QSO4U schon allein, wir sind ein relativ kleiner Kanal, aber was sich da in den letzten Jahren getan hat und wie das von der Technik auch sich vorangetrieben hat und alles, das kann man gar nicht vergleichen. Und wenn ich dann gebunden bin an so ein Netzwerk, dann ist es echt schwierig. Und ich habe auch so das Gefühl, dass Mediakraft ist ja auch nicht wirklich das Gaming-Netzwerk Nummer 1. Also Mediakraft, weiß ich nicht, das kommt mir so vor, als würden Das die hat mich sich für sowieso alles. gewundert, dass in letzter Zeit wahnsinnig viele Gamer hingegangen, wobei ich finde, dass das eigentlich so gar nicht der ihr Content ist, weil die sind ja eher so in der Comedy-Branche unterwegs oder eher so Unterhaltung, sag ich jetzt einfach mal, und das mal Gaming ausgeschlossen, weil das ist ja auch nochmal eine ganz andere Sache, weil bei Gamern musst du dich halt auch viel um die ganzen Sachen mit Publishern und so kümmern, gerade wenn du eben diese Videos zeigst, und ich weiß nicht, ob die da wirklich so den Kopf für haben, weil wenn man jetzt schon mitbekommt, dass sich ja vielleicht auch andere etwas da pikiert haben, dass sie vielleicht nicht die Unterstützung bekommen, dann ist das mit Gamer vielleicht auch nicht so das Richtige bei denen. Ja, Gamer brauchen vor allem ein Netzwerk, das auch weiß, wie man mit Gaming-Content, wie man den promotet. Und das ist halt das Schwierige, weil Gaming-Content kannst du oder musst du halt ganz speziell bewerben, weil einfach die Zielgruppe sehr speziell ist. Und das Gleiche gilt ja übrigens auch für so Tech-Geschichten. Also das ist auch sehr schwierig. Comedy oder sowas lässt sich, denke ich mal, sehr, das flutscht immer. Wenn du guten Comedy-Channel hast, wenn du gute Jokes hast, gute Prank-Videos oder sonst, das läuft. Also da brauchst du dir eigentlich keine Gedanken zu machen, weil das geht meistens viral, sowas. Aber so ein Technik-Video, keine Ahnung, nehmen wir mal ein Beispiel aus unserem Channel hier, zum Beispiel VPN-Verbindungen über TeamViewer, sowas geht nicht viral. Sowas wird einfach gesucht und da ist es recht schwierig. Oder auch ein Let's Play. Das ist ganz schwierig, bis sowas mal viral geht. Also meistens auch gar nicht. Und meistens gehen auch nur solche Videos viral, wie zum Beispiel von Gronkh, weil es eben von Gronkh ist. Aber das ist echt schwierig. Und da sehe ich halt auch die Schwächen. Und wie du es gesagt hast, also Mediakraft, Comedy, dann Musik ist auch noch ein Riesenthema bei Mediakraft. Dann dieses ganze Genau. Beauty-Blog-Zeugs und dann halt ganz normale Vlogs, also irgendwelche Leute, die sich den ganzen Tag filmen, wie sie irgendwie durch irgendwas rennen oder in der Wohnung rumrennen oder so. Herr Tutorial würde wunderbar zu Mediakraft passen, aber ich glaube, der Ja. hat gar kein Netzwerk. Aber ist egal. Auf jeden Fall, das ist überhaupt nicht die Zielgruppe. Wo mich auch ein bisschen, oder was mich ein bisschen gewundert hat, ist auch die Tatsache, dass die mittlerweile ziemlich viele Sport-Channel drauf haben. Obwohl es mittlerweile auch ein Netzwerk, mir fällt gerade der Name nicht ein, gibt, das sich hauptsächlich für Sport-Channel, das sind übrigens jetzt auch die, ach Gott, wie hießen die? Die Free Kickers oder wie die heißen, die waren am Anfang auch bei Mediakraft, richtig große Nummer. Und mittlerweile sind die auch bei diesem Netzwerk und sind nicht mehr zu Mediakraft. Aber es kann sein, dass es auch eine Abspaltung von Mediakraft ist. Ja, ein Netzwerk, das ich auch kenne, das ist zum Beispiel, ach Gott, wie heißt es? Nee, Netzwerk ist falsch gesagt. Ein YouTuber, das sind die Freestyle Kickers, die sind zum Beispiel auch bei Mediakraft. Was mich auch ein bisschen gewundert hat. Ja gut, aber wenn die damit glücklich werden, meine Güte. Aber was ich damit sagen wollte, dass halt wahnsinnig viele YouTuber jetzt bei Mediakraft sind, die da aus meiner Sicht gar nicht hingehören. Ja. Also, was mich auch wahnsinnig
geärgert hat, muss ich sagen, ich bin ja großer Giga-Fan oder war schon immer Giga-Fan, weil ich die ja schon im Fernsehen damals geguckt habe, dass die zu Mediakraft sind. Wo ich gedacht Das habe ich habe, auch nie verstanden. jetzt ist echt aus. Jetzt ist wirklich aus. Giga geht zu Mediakraft, habe ich gedacht, das kann sie echt nicht sein. Also so tief sind sie gesunken. Ich meine, ich hätte vielleicht mir vorstellen können, dass die zusammen mit Studio 71 oder sowas machen oder mit Gronkh oder sowas oder Tube One Netzwerk von mir aus, wo Alberto drin ist, wobei das passt auch nicht so wirklich. Aber gut, Nee. dass sie sowas machen, aber dass die zu Mediakraft gehen, also da war ich echt ein bisschen geplättet, muss ich ganz ehrlich sagen. Naja gut, also so viel zum Thema, was Mediakraft eigentlich ist. Ich könnte vielleicht noch mal ein bisschen erzählen, welche Kanäle da eigentlich drin sind bei Mediakraft. Wir haben jetzt Da gibt erstmal es ja einige. Fußballkanäle, ja, so ein paar bekannte, also die vielleicht jeder kennt. Also Waititi ist schon mal eine Riesenhausnummer. Ape Crime, die Die Lochis, Lochis. was fällt mir jetzt noch ein? Alexi Bexi ist ja auch großer YouTuber. Darum. Darum ist drin, genau. Wen gibt es denn da noch? Ja, ich überlege gerade, aber das sind so die bekanntesten, denke ich mal, die man so kennt. Dena ist drin. Dena ist ja auch Let's Player. Also das wäre vielleicht noch wichtig, dass man Dena. Ja, und dann halt auch so kleinere YouTuber, die ich jetzt mal abonniert hatte vor einem halben Jahr. Also wie zum Beispiel die Freestyle Kickers. Die habe ich jetzt, denke ich mal, ein halbes oder dreiviertel Jahr abonniert. Und was mir da auffällt, ist einfach, die kriegen zwar mehr Abos. Aber ich bin mir sicher, die würden sie auch bekommen, wenn sie in keinem Netzwerk wären. Weil die machen guten Content, die haben sich immer weiter professionalisiert. Und ja, und deswegen steigen da auch die Klickzahlen. Also ich glaube nicht, dass das am Netzwerk hängt. Ich habe den auch schon mal angeschrieben. Ich bin mal gespannt, ob er antwortet, weil mich interessiert sowas. Vielleicht machen wir nochmal ein Video. Und was mich natürlich riesig freuen würde, wenn der Kanalbetreiber vielleicht hier in Mumble mal mit wäre oder bei Skype oder wie auch immer. Weil ich will echt mal wissen, wie das so abläuft. Und ich weiß zwar, dass man, wenn man dann bei Mediakraft zum Beispiel ist, hat man so einen, ja, Manager, den man ansprechen kann und so weiter, eine Bezugsperson. Ja, aber wie genau sowas dann abläuft, das würde mich mal interessieren. Es ist ja schon viel bekannt geworden. Die haben 100 Mitarbeiter. Man weiß mittlerweile, dass sie so Tools haben, so eine Art CMS, was ich Genau. ehrlich gesagt, so ein Content-Management-System, muss man dazu sagen, erklären, was CMS ist. Das gibt es ja auch im Webbereich. Zum Beispiel ist WordPress auch ein CMS oder Joomla oder Typo 3, aber die haben ein CMS für YouTube-Videos. Weil wie auch immer das aussieht, das kann auch keiner sagen, außer die Leute, die dort arbeiten in so einem Netzwerk. Ja, und das sind halt so interessante Sachen. Was mir gerade noch, oder was ich gerade noch sehe, Trending Robin, das ist auch ein Kanal, der ist auch bei Mediakraft, der hat übrigens neulich mal richtig auf die Schnauze bekommen, weil seine ganzen Zuschauer gemeint haben, warum bist du bei Mediakraft, tralala und Ja. so weiter. Ich weiß nicht, wer es schon gesagt hat. Sorry, ja. Ja, red weiter. Ach so, nee. Was noch eingefallen ist, Ape Crimes, glaube ich, auch noch. Space Frogs. Ape Crime, wo, Space Frogs, bin ich mir nicht mehr sicher. Ich Oder sind glaube, die die nicht sind mehr? mittlerweile bei Divimove. Okay, Klicksum natürlich auch. Klicksum, Naja, klar. der Herr im Haus. Der Herr im Haus, genau. Pong gab es ja auch mal. Das hat sich ja, glaube ich, aufgelöst, was Ja, ich das so Pong hat mitbekommen sich habe. Das hat sich ausgelutscht. aufgelöst. Genau. Ja, was man vielleicht noch sagen sollte, also ich habe das Gefühl, dass die großen Kanäle natürlich alle davon profitieren, von Mediakraft. Aber die kleineren, die so 10.000 Abonnenten haben oder noch weniger, dass die wirklich kaum wahrgenommen werden und in der Masse untergehen. Und da gibt es ein Gerücht oder halt, ja, Joe Cognito, also Videoamt, der meint, dass das belegt ist. Ich sag dazu, es ist mal ein Gerücht, um, ich will mal vorsichtig sein, dass die Kanäle praktisch nehmen, um andere Kanäle zu hypen, indem sie praktisch vollautomatisiert dann Likes den großen Partnern geben und damit die Kanäle pushen. Ja, Also, ja, das habe ich auch so gelesen. genau, also man hört es so. Also ob das stimmt, weiß man natürlich nicht zu 100%. Da müsste man dann schon bei denen arbeiten oder vielleicht Partner sein und da mal den Leuten über die Schulter schauen. Aber das ist halt auch was, wo ich sage, naja, dann benutzen die, keine Ahnung, 3000 Kanäle, 3000 kleine Kanäle, um ihre ganz großen zu pushen. Aber die 3000 kleinen Kanäle, die sehen davon nichts. Also die haben meinetwegen 100 Kanäle, die gepusht werden, und die anderen werden nur dazu missbraucht, sage ich mal in Anführungsstrichen, um die anderen zu pushen. Und das ist natürlich auch ziemlich, ja, verwerflich, sage ich mal. Aber die haben
muss man denen zugutehalten, die haben natürlich auch guten Content. Ich meine, sonst würde sich so ein Netzwerk natürlich gar nicht halten. Also wenn Waititi immer noch mit einer Handykamera Videos machen würde, dann würde sich dieses Netzwerk auch gar nicht halten. Aber Ja. ja, so ist das Ganze Ich weiß halt. nicht, ob es schon erwähnt hat, dieses Magnolia-Netz ist ja ein Unternetz quasi von Mediakraft. Das ist so ein Subnetzwerk, das Ja. sich ja hauptsächlich auch für irgendwie Fashion, Lifestyle oder so hat, ja, diese Zielgruppe. Da sind ja, glaube ich, auch Darum und wie heißen die? Ibruza oder so, X Karenia. Die sind, glaube ich, da noch. Also, das ist dieses Ja. Unternetz. Ja, Mediakraft ist vielleicht auch noch ganz interessant für die Leute, die sich damit noch gar nicht beschäftigt haben. Die haben Standorte in Amsterdam, Hamburg, Berlin, Warschau, München und in Köln. Und der Hauptsitz war mal, glaube ich, in Köln. Da ist auch das große Office, wo, also wenn man mal so ein bisschen guckt, irgendwelche Vlogs von irgendwelchen Mediakraft-Leuten, die drehen dann meistens im Office in Köln zum Beispiel. Aber durchaus haben die ihre großen Büros natürlich auch in Berlin oder in Hamburg, ne? Und das Ganze will sich jetzt, oder dieses Netzwerk, die bezeichnen sich ja, wir sind der größte Online-TV-Sender Mitteleuropa, ne? Das ist schon eine sehr gewagte These, aber gut, Ja. sollen sie mal so auf ihre Website schreiben. Und ich weiß nicht, wo die sich noch hin entwickeln wollen. Also das ist mir auch so ein bisschen schleierhaft. Mir fehlt da so ein bisschen eine Richtung. Ich meine, klar, die wollen immer mehr Kanäle drin haben, aber ich bin auch der Meinung, ab einer gewissen Kanalanzahl weißt du auch nicht mehr, was gut ist für deine Partner. Also egal, wie viele Kanäle du im Netzwerk hast oder was für Kanäle, aber irgendwann, oder welches Netzwerk, aber irgendwann weißt du nicht mehr, welcher Partner könnte mit welchem Partner zum Beispiel zusammenarbeiten und sich gegenseitig werben. Das ist ja Die diese Frage, ob das vielleicht das Cross-Promotion. auch bei denen automatisiert wird, das weiß ich natürlich auch nicht. Aber Ja, das kann man bestimmt auch schon aber in gewisser Weise. es gibt ja Social-Media-Experten, die zum Beispiel Ja. sagen, es bringt nichts, wenn man zum Beispiel nur die Videos liked. Also die beste Cross-Promotion ist zum Beispiel, wenn ich sage, hier guckt mal auf den Kanal, zum Beispiel QSO4U Gaming. Das ist die beste Cross-Promotion, die es eigentlich gibt. Oder in der Endcard hinten den anderen YouTuber mit zu verlinken oder irgendwelche Gewinnspiele zusammen zu organisieren. Das ist eigentlich die beste Cross-Promo, aber dass man einfach plump den Like-Button drückt, das bringt eigentlich gar nichts mehr oder sehr wenig. Die Zahl geht natürlich nach oben, dieser Zähler. Die Videos werden vielleicht auch besser gerankt ab einer gewissen Anzahl, aber die meisten Leute sehen diese Benachrichtigungen schon gar nicht mehr, welcher YouTuber was liked und so weiter. Da würde man ja wahnsinnig werden, wenn du da jemand abonniert hast, der seinen Kanal auch für seinen privaten YouTube-Konsum benutzt, dann wirst du ja wahnsinnig, weil da ständig irgendwas kommt. Das guckst du dir gar nicht mal an. Das ist wie bei Facebook. Da ist auch 90% einfach nur Müll, was da gepostet wird. Und da ist es ähnlich. Also das ist dann auch wieder so ein Punkt, wo die Cross-Promo, denke ich, kaum funktioniert. Ja, aber es ist halt Mediakraft. Was ich auch sehr interessant fand, war die Aussage von Joe Cognito, würde ich auch so unterschreiben, dass Mediakraft alle SEO-Sachen, also Suchmaschinenoptimierungsgeschichten, wirklich bis zum letzten Ende ausreizt. Und das ist, ich meine, es gibt halt immer so Grauzonen und Mediakraft findet ständig irgendwelche Grauzonen und reizt die bis zum Erbrechen aus. Und dann wundern sie sich, wenn sie eine aufs Maul kriegen. Ich sage nur Schleichwerbung in Ja, Anführungsstrichen. das war ja diese Sache, das hatte ich auch, glaube ich, erwähnt immer, dass sie eben sich so als den Mittelpunkt darstellen und sagen, ja, hier, wir sind der größte Sender Mitteleuropas oder was war das genau. Aber dann im Endeffekt, wenn es dann solche Sachen geht, hast, ja, das wussten wir nicht, das tut uns leid, so. Aber dann stellen sich Genau. halt die dahin, ja, wir sind ja der Mittelpunkt. Also das ist so ein bisschen, Ja, weißt du nie genau. so genau. Also da entweder sie können es nicht. Und ich denke eigentlich schon, dass sie das wissen, aber halt einfach bis an die Grenze gehen immer. Ich meine, Unwissenheit schützt halt nun mal nicht vor Strafe und das, die werden jetzt super bestraft. Also wir können uns ja dann gleich nochmal über die Folgen, was das vielleicht, was ihr denkt, vielleicht für Folgen für Mediakraft haben wird. Aber wie gesagt, also das ist halt eben so das Ding, wo ich sage, warum sagt man dann nicht irgendwo mal Stopp? Hier geht's nicht weiter und wir haben unsere festen Konzepte und die verfolgen wir und wir nehmen auch nur bestimmte Leute ins Netzwerk rein. Dann macht das alles nämlich Sinn, dann macht aus meiner Sicht ein Netzwerk Sinn. Oh, gutes Thema vielleicht dann auch noch im Anschluss. Wer braucht überhaupt ein Netzwerk? Ne, also das wäre vielleicht dann auch nochmal interessant. Aber wie gesagt, das ist halt immer die Geschichte. Warum kann man sich da nicht festlegen, wie zum Beispiel Studio 71? Die haben ja trotzdem ziemlich, sind ziemlich, wie soll ich sagen, ziemlich festgelegt vom Content her. Die haben Gaming, Unterhaltung, fertig. So, das ist alles in Ordnung.
Oder zum Beispiel, ja, was fällt mir jetzt noch gerade ein? Tube One. Die sind ja trotzdem ziemlich, die haben angefangen in Hamburg. Gut, jetzt breiten sie sich so ein bisschen aus, aber da waren die Sachen doch ziemlich beschränkt. Zum Beispiel Alberto ist drin, Simon Desue ist drin. Die passen ja schon irgendwie, sag ich mal, schon ein Halo bisschen Tricks ist zusammen. aber auch drin. Das finde ich auch wieder komisch, weil das ist halt wieder so, der ist mal eine ganz andere Schiene. Ja, Der ist ja. der ist sehr umstritten. Also ich Genau. weiß nicht. Ich würde den zum Beispiel nicht in mein Netzwerk nehmen, aber gut, das ist halt auch so eine Sache. Was Das muss ich. halt irgendwie harmonieren einfach, weil es ist sonst. Genau. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ich meine, angenommen, wir wären jetzt in so einem Netzwerk oder so und dann sind dann einfach welche drin, wo wir dann sagen, ja, die würden jetzt eigentlich, oder das wollen wir nicht, das ist dann auch scheiße, weil. Ich weiß nicht, ob ich unbedingt für solche Leute dann Werbung irgendwie machen wollte. Ja, eben. Das ist auch ein bisschen Das so. ist ja auch das Aushängeschild, sag ich mal. Wenn Mediakraft irgendwo auftritt und dann ist das Aushängeschild, wird dann sein, Dena Ungespiel, die Lochis, Alexi Bexi, die Großen, YTT. Das ist das Aushängeschild von diesem Netzwerk. Damit werben die ja auch bis zum Erbrechen auf ihrer Seite. Und das ist genau eben der Punkt.